kommen wir her? Oh. So. Jetzt sind wir jetzt hier wieder bei der Stelle, wo wir abkürzen können zum Schmied. Also hätten wir auch ruhig das Leuchtfeuer beim Schmied nehmen können. Aber na gut. Obwohl, hier hatten wir... Wir hatten uns hier ein wenig umgeguckt, aber nicht so super. Oh, und? Ja, nicht mit uns. Kapusch, kapusch. Ja, Stamina ist ein Problem. Au. Ja, ja, ja. Stamina ist echt ein Problem, weil es ist vollkommen egal, wie schnell wir zaubern können. Wenn unser Stamina-Balken alle ist, dann ist es vorbei. Deswegen, Equipment. Katzenrunterfallring wechseln zu Chloranthi-Ring. So, da hinten ist was, was man kaputt machen könnte. Die Dinger hier hatten wir schon kaputt gemacht. Genau. Auf einem von denen war auch was drauf. Fässer hatten wir, glaube ich, auch schon alle. Falle. Treasure ahead. Treasure ahead. Oh. Falle? Nö, keine Falle. Außer da ist gleich so ein Armbrustdingens drin. Nö. Oh. Large Titanite und Estus Flask Shard. Das ist sehr schön. Das heißt... Wir sollten demnächst wieder zurück zur... Gwinnevere. Kleinen Version. Da kommen wir zum Schmied, das will ich nicht. Da hinten machen wir das Ding kaputt, aber dahinter waren wir schon. Da haben wir sogar schon... Dahinter haben wir sogar schon Licht angemacht. Genau, da waren Viecher hinter den Wänden. Jo, du zum Beispiel. Aber das fühlt sich richtig an. Hier irgendwo müsste das gewesen... Oh, ganz schön viel Horn, ne? Hm, komisch. Wir werden von denen gebissen, aber wurden trotzdem beim Zaubern nicht unterbrochen. Das ist sehr praktisch. Und heilen bitte. Heilen bitte. So. Oh. Du bist eins von den Viechern, das wir unten gesehen haben, ne? Ja, also in der Kanalisation unter den Ratten. Wobei ich hätte schwören können, dass die Viecher unten hinterm Rattenkönig noch so ein Leuchten hatten in der Brust. Also wahrscheinlich einfach nur einen dicken Zeher oder gefährlicher oder was auch immer. Check mal kurz die Wände hier. Ne, okay. Da geht's weiter und ich glaube, hier war sogar die Statue gleich. Steht hier Schönes. Illusion voraus. Das ist wieder so eine tolle Trollwand, ne? Wo es alle toll finden, dass es nicht da ist, wo es ist. Wo sie dann raten, weil sie denken, sie kommen dann daran. Ja, nee. Du, mich auch. Das Ding hatten wir schon hochgezogen. Hier sind die Statuen. Komm schon, lass mich recht haben. Oh. Au. Du lebst ja noch, hey. So Honig. Du tot, wir heilen. Dann töten wir deine Freunde. Dann töten wir deinen Hund. Dann weiß ich noch nicht. Die Hunde sind schon tot. Wahrscheinlich will er uns deswegen umbringen. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Und es ist nicht der Raum mit den Statuen, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier hochgehen, dann rechts runterspringen und hier rumgehen, dann sind wir bei dem Raum mit den Statuen. Ja, sehr gut. Töten. Und wir haben keine Falle mehr. Dafür kriegst du jetzt unsere Spezialbehandlung ab. Genau. Du kriegst davon auch eine. Also, wenn die mal ordentlich trifft, dann geht's aber gut ab.
So, was steht hier? Versuche Fackel. Was? Wieso Fackel? Also, wie viel Wertung hast du? 87. Ach so, das wird das Ding hier sein, hm? Dann ist Fackel nicht Fackel gemeint, sondern Licht. Ja, okay. Ding. Was haben wir hier Schönes? Soul Vessel. Was? Da, Soul Vessel. Zeige dies einer besonderen Person und... Ah, das ist zum Respecken sozusagen. Also man kann seine Level neu verteilen. Wenn du wirklich neu starten möchtest, geh zu dem Ort, wo deine Reise begann. Also die alten Damen können das dann wahrscheinlich mit dem Ding da machen. Das ist schon mal schick. Auch wenn ich bisher, glaube ich, noch nicht so viele Fehler gemacht habe. Gibt ja nur 2,5 Sachen für uns zu skillen. Kam schon was Tolles. Wilted Dusk Herb. Was machst du? Restore many spell uses. Ja, das mag schön sein. Und gerade im PvP oder bei dem Boss ganz schick oder so. Aber in einer Stahlkiste erwarte ich eigentlich immer Ausrüstung. Na gut, wir haben das Secret hier bei den Lockstones auch aufgedeckt. Das heißt, wir können jetzt guten Gewissens die Ecke hier hinter uns lassen. Glaube ich. Ich gucke mich hier nochmal zu Ende um. Weil zu sagen, dass man ein Gebiet wirklich abgeschlossen hat, ist in Dark Souls 2 sehr, sehr gewagt. Genauso wie in Dark Souls 1. Es gibt einfach viel zu viele Ecken. Und wenn man halt keine Spoiler liest und wenn man keine Komplettlösung liest und dergleichen Wikis, ist es sehr schwer, alles zu finden. Aber ich denke, das Gröbste habe ich schon mal. Oh. So, du gehst da runter, genau. Lalala. So, kommt mir jemand hinterher? Jo. Oh, 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 oh. Hilf mir, Schmied. Trink. Ah. Das war unnötig. Das ist eine doofe Ecke dazwischen Amboss und Schimmel-Laterne. Tauch jetzt wenigstens direkt daneben auf. Nee. Okay, dann geh bitte von hier zum Schmied. Sachen gibt's da. So, und sammle dann die Leiche auf. 2800 Seelen. Nicht so wirklich die Welt. Okay. Und jetzt können wir dahin travel und im Gatter weitermachen. Und da werde ich auch gleich eine Fackel anzünden, weil hier ist das Gebiet, wo Fackeln wirklich wichtig sind. Also zum einen, um selber mehr sehen zu können, zum anderen aber auch, um zu markieren, wo man überhaupt schon war. Loot. Dankpai. Ja, ein Haufen Dung. Sehr schön. Zünd bitte eine Fackel an. Wie viel Zeit haben wir? Eine Dreiviertelstunde. Das sollte auf jeden Fall reichen. Also, dich zünden wir an, um besser sehen zu können. Da unten sehe ich gleich noch eine Fackel. Da laufen wir mal als nächstes hin. Und oh. Au. Das war der falsche Zauber. Ja, die halten genau 1,1 von den Dingensbummens aus. Und ich hätte die Schrotflinte in der Hand behalten sollen. Dann hätte ich die jetzt mit mehreren, also mit einem Schuss mehrere von denen erwischt. Trinken. Throwing Knife, okay. Du bist keine richtige Kiste, huh? Ja.
Aber hier muss es rausgehen. Da geht's raus. Anzünden. So, und da hinten. Komme ich da hinten regulär irgendwie hin? Oder nur, wenn ich hier darüber springe? Ich springe einfach mal rüber. Also räumen wir das kaputt. Und räumen wir das kaputt. Weil ich sehe gerade, ich glaube, es gibt doch gar keinen anderen Weg von hier weg, oder? Nee, gibt's nicht. Okay. Lauf, spring. Du hast eine komische Schattenwaffe in der Hand. Nicht du, der Kollege hinter dir. Also Dunkelheit. Was aber auch Sinn macht hier in dem Gebiet. So, da hinten ist eine Nebelwand. Da ist wieder Licht. Hier sind doofe Statuen. Na komm, mach die Statue da weg. Ja, genau, weil sie vergiftet. Hier kommen wir allerdings nicht durch. Das ist ärgerlich, weil ich würde eigentlich ganz gerne in die Richtung weiter. Also hier runter. Hm? Kommt man ja von da unten aus weiter? Sollte ich zuerst gucken, weil es gibt hier sehr viele Ecken, die halt Einwegecken sind. Da ist Loot. Aber ich muss ehrlich gestehen, Loot ist mir hier in dem Gebiet jetzt gerade gar nicht so wichtig. Wichtiger ist mir erstmal einen Weg durchzufinden. Was haben wir hier oben? Ah, noch eine Fackel. Au. Ganz viele Statuen. Hauen wir mal von links rum auf. Und weg. So, eine Tür. Eine abgeschlossene Tür. Gut, okay. Ich werde mir nicht viel merken können, wie ich zu dieser Tür zurückkomme. Nicht wirklich. Ich könnte theoretisch jetzt keine Fackel mehr benutzen. Keine neuen Fackeldinger hier anzünden. Und dann würde ich ja sehen, wie es zu der Tür kommt. Ich weiß nicht. So ganz ohne Licht und neue Wege markieren. Nee. Ich versuche mir einfach zu merken, wenn man vom Leuchtfeuer aus kommt und der linken Wand folgt. Theoretisch, wenn man es könnte. Also an der linken Wand lang ist hier ein Höhleneingang. Mit einer brennenden Fackel. Das muss hinhauen. Also von hier aus wieder nach da, von hier aus darüber und jetzt hier runterspringen. Zack. Umgucken, ob Viecher da sind. Nein. Da geht's weiter. Hier geht's nicht weiter und es gibt noch eine Etage hier drunter. Aber ich sehe. Ah, hier ist ein. Nee, kein Zugang. Oh, hier ist der Loot. Ja. Na komm. Ich will da nicht unbedingt durchrollen. Ich weiß nicht. Ah doch, da geht's. Dark Pyromancy Flame und Rotten Pine Resin. Oh, ich höre. Oh, hallo. Guter Junge. Braver Junge. Du hältst gut was aus. Du nicht. Oh. 4.442 Seelen. Also der Hund, oder was auch immer das für ein hautloses Vieh war, der scheint ganz gut Seelen zu geben. So, jetzt aber Pyromancy Flame und ich habe noch irgendwas Schickes gerade bekommen. Also, Dung kann Gegner vergiften. Oh, achso, das ist ein Spieler. Warum machst du Geräusche, Geist? Oder war das eine von den Leichen, die hier noch rumzuckt? Du lebst ja wirklich noch. Ich dachte, das wäre eine Leiche, die irgendwie am rumglitschen ist. Aber nein, das ist einfach nur eine Leiche, die am rumzucken ist.
nur auf den richtigen Moment gewartet. So, also, Zeug, gucken und so. Poison Moss kennen wir schon, da ist schon wieder irgendeine Bewegung. Ich sehe nichts, okay. Poison Moss kennen wir schon, das kennen wir auch alle schon. Die Estus Flash Shards sollten wir benutzen demnächst. Wir haben noch zwei Pharaohs Lockstones über. Ach, stimmt. Das ist ein schöner Nebeneffekt von den PvP-Kämpfen bei dem Rattenkönig. Man bekommt davon recht viele.